vier Tierkreiszeichen, die nicht verhext werden können. Es ist sehr einfach, energetisch schwache Menschen zu verhexen, weil sie die Negativität, die ihnen geschickt wird, sehr leicht akzeptieren. Oft haben solche Menschen ein schweres Schicksal und es fällt ihnen schwer, ihr Leben zum Besseren zu verändern. Es gibt aber auch Menschen, die keine Angst vor irgendwelchen Auswirkungen haben, denn ihre Energie spiegelt all das Negative, das ihnen von anderen Menschen geschickt wird, sofort auf die Absender selbst zurück. In der Astrologie gibt es vier Sternzeichen, die keine Angst vor dem Verderben haben. Schütze. Die feurigen Schützen sind am widerstandsfähigsten, wenn es um den bösen Blick geht. Außerdem retten sie nicht nur sich selbst, sondern dienen auch als eine Art Amulett für geliebte Menschen. Vom ersten Tag ihres Lebens an sind die Vertreter dieses Zeichens vor allen Arten von negativen Einstellungen geschützt. Sie sind auch in der Lage, ihre Kraft und ihr Energiefeld schnell wiederherzustellen. Obwohl die Schützen selbst nicht an Magie glauben, besitzen sie sie, ziehen Glück und Erfolg im Leben an, können heilen und andere inspirieren. Eine enorme innere Stärke erlaubt es ihnen, alles Negative in positive Energie umzuwandeln. Das Schutzfeld des Schützen ist so stark, dass ihm nichts Schlechtes von außen entgehen kann. Steinbock. Die Vertreter dieses Zeichens sind die größten Skeptiker. Sie glauben nur an das, was wissenschaftlich bewiesen ist, und der Rest ist für sie nicht Prada. Überraschenderweise erlaubt ihnen dies aber, jegliche Mystik im Leben zu vermeiden. Der Hauptgrund dafür ist jedoch die unglaublich starke Energie der Steinböcke. Vertreter dieses Zeichens sind sehr geradlinig, so dass es für sie sehr leicht ist, Negativität bei anderen Menschen hervorzurufen. Aber ihre starke Energie ist in der Lage, jeden Schlag abzuwehren. Menschen, die sich entschlossen haben, Steinböcken Schaden zuzufügen oder einfach nur Negativität zu zeigen, werden die Konsequenzen zu spüren bekommen, denn was sie getan haben, wird nur in einem viel größeren Ausmaß zu ihnen zurückkehren. Fische. Die erhöhte Emotionalität der Fische erweckt den Eindruck, dass es sehr leicht ist, sie zu beeinflussen, aber in der Praxis ist das nicht so. Es ist, als hätten sie eine unsichtbare Schale, die keine Negativität durchlässt. Fische nehmen es buchstäblich nicht hin. Wenn es zum Beispiel einen Konflikt gibt, ziehen Vertreter dieses Zeichens einen Raumanzug an und hören auf, den negativ eingestellten Gesprächspartner zu hören. Deshalb ist es fast unmöglich, Fische zu verderben. Im richtigen Moment werden sie von ihr mit ihrer Schale zu schließen. Ihre starke Energie täuscht nie, wenn es am besten ist, es zu tun. Es gibt also drei Tierkreiszeichen, die keine Angst vor Verderbnis, bösem Blick und anderen negativen Einflüssen haben. Ihre unglaublich starke Energie gibt all die Negativität leicht an den Täter zurück. Jungfrau. Trotz des erdigen Charakters der Jungfrau sind sie von Geburt an mit paranormalen Fähigkeiten begabt. Ihre Worte sind oft prophetisch und im Geschäftsleben sind sie sicher, ihr Ziel zu erreichen. Diese Menschen sind selbst in der Lage, andere zu beeinflussen, dank einer starken inneren Energie und einer besonderen Verbindung zu den Naturkräften. Vor dem sogenannten bösen Blick haben sie daher praktisch keine Angst. Allerdings ist die Anfälligkeit für Ahnenflüche eine Schwachstelle DV. Daher können nur vertrauensvolle und aufrichtige Beziehungen in der Familie als zuverlässiger Schutz vor Verderben dienen. Sie verfügen über ein starkes Energiepotenzial und können Mystiker, Medien oder Magier werden. Aber auch wenn die Vertreter dieses Zeichens nicht im Besitz heiliger Wahrheiten sind, hilft ihnen eine starke Intuition, sich vor dem bösen Blick zu schützen. Darüber hinaus sind die Devas selbst in der Lage, andere zu beeinflussen und können leicht jemanden verderben. Schwäche, erhöhte Emotionalität, aufgrund derer diese Menschen in der Lage sind, sich selbst zu schaden.